Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in einer neuen Aufnahmesession. Und leider rückt der Termin für die Alpha 10 immer näher. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht noch ein bisschen was anderes reinbringen werden, außer nur das Bauen. Und zwar werde ich jetzt mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe, die eigentlich okay ist, losziehen und die Kiste holen. Und dann dort auch gleichzeitig das Holz zu besorgen im Schneebiom. Damit wir dort auch zu Ende bauen können. Und bis dahin noch ein wenig uns umzusehen. Vielleicht finden wir doch das eine oder andere Gebäude. Wir haben jetzt noch die Beine gebrochen. 40%, 5,5 Stunden. Ist natürlich nicht so optimal für einen Ausflug. Aber so werden wir auch sicherlich nichts übersehen. Bei der Geschwindigkeit, wie wir uns so vorbewegen. Ich bin übrigens gerade am Laufen, wo man nicht wirklich was von sieht. Naja. So. Folgen einfach mal der roten Fahne, die ich vor einigen Folgen gesetzt habe. Ich baue währenddessen auch hier die Steine ab, weil wir benötigen mehr Kohle. Und die Steine benötigen wir auch, falls wir Federn finden, dass wir uns dann ein paar Pfeile craften können. Krams hier mitnehmen. Ja, und in der Alpha 10 werden ja viele neue Sachen eingespielt. Es soll so viel Neues geben. Ich kann aber jetzt noch nicht wirklich viel sagen dazu. Es sollen ja endlich Schilder eingebaut werden, wie schon bei Minecraft. Also wie es auch bei Minecraft der Fall ist, was das Ganze gerade in einem Let's Play Together mit mehreren Leuten durchaus Sinn macht, wenn irgendjemand was einsortiert oder jemand anderes die Kisten erstellt, den Lagerplatz, dann hat man, wenn man jetzt nicht gerade dabei ist und hundertprozentig zuhört, keine Ahnung, wo die Sachen alle hinkommen. Man muss dann hunderttausendmal die Kisten auf und zu machen, was dann sehr zeitaufwendig ist. Und die große Lust zum Sortieren ist dann auch nie da. Also ganz gutes Update, sage ich mal. Und in der Alpha 10 kann man auch, so wie ich gelesen habe, Zombies verbrennen, also anfackeln. Auch nicht so verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis die dann schneller sterben. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Da bräuchte ich mehr Informationen für. Ach Mist. Aber das dürften wir relativ bald erfahren, so wie es sich anhört. Sollte ja wirklich jetzt Mitte November kommen. Ich meine, gut wäre es, es ist halt nur schade jetzt hier für unser Let's Play. Weil so viel haben wir jetzt leider nicht erreichen können. Aber das Let's Play hier hat ja auch erst begonnen, während die Alpha 9.3 schon länger draußen war. Jetzt natürlich eine Menge Mist aufgesammelt, können wir aber auch sortieren bei Gelegenheit, wenn wir Platz benötigen. Nun aber langsam weiter. Ah, da vorne ist noch so ein dicker und ein anderer. Aber okay, die streifen nicht unseren Weg. Können wir mal schauen. Vielleicht auch einen Baum mal mitnehmen, dass wir Sticks daraus machen. Oh, das ist ein Schwein. Knochen weg, Saat weg, verrottetes Fleisch weg. So, jetzt machen wir erstmal Bretter daraus. Da ist das Schwein.
dreht sich das da wie blöde. Ah, wir haben es erwischt. Schauen, ob wir das auch wiederfinden hier im Wasser. Die Bretter machen wir zu Sticks. Dann haben wir reichlich. Da ist auch noch ein Kaninchen. So, das wäre das. Jetzt, wo war das Kaninchen, ist die Frage. Hier liegt es. Gehen wir mal auf Tauchgang. Mit gebrochenem Bein ist das Ganze natürlich hier suboptimal, dieser Ausflug. Aber naja. Jetzt darauf zu warten, wäre ja auch Quatsch. So sieht man auch wenigstens noch ein bisschen was. Blöde ist, wir haben immer noch keinen Sledgehammer. Sticks werden noch hergestellt. Kacken dreist hier noch den Steinfeuer wegkloppen, bevor wir weitergehen. Aber wir nähern uns langsam dem Punkt. Hier in dem See waren wir schon mal. Ich konnte mich jetzt gar nicht mehr entsinnen. Da vorne ist wieder so eine Felsformation und ein Schwein. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, da hinten auf der Flucht. Sau auf der Flucht. Erwischt. Essen vorrätig haben ist ja auch nicht so verkehrt. Ich hoffe, dass unser Beinbruch bald abheilt. Sticks sind fertig. Hier wimmelt es nur so von Zombies. Bearbeiten wir mal die Steine. Ich will aber jetzt keinen großen Kampf eingehen. Bevor wir nicht mehr Pfeile haben. Ich habe ja eigentlich erst vor, zurückzugehen, wenn wir voll sind und ich will ja noch ein bisschen erkunden. Essen und trinken sollten wir auch mal was. So. Steine haben wir auch geschärft. Ja, so viele Federn haben wir jetzt nicht gefunden. Ist natürlich nicht so gut. Ja, wir werden bestimmt noch unterwegs die einen oder anderen finden. Und da haben wir die Supply-Kiste. Und ein Hirsch auf Tanzkurs im Wasser. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Oh. Gut, dass ich die das letzte Mal nicht genommen habe, denn da war ja jetzt reichlich drin. Wie gesagt, wir haben ja auch das ein oder andere dabei, das wir noch wiederverwerten können, wegschmeißen können und so weiter. Um Platz zu schaffen. So, jetzt rüsten wir mal die Schaufel aus. Denn ich will ein paar Bäume fällen, denn wir benötigen noch mehr Holz. Was aber leider nicht immer so gut klappt.
was natürlich auch sehr laut ist. Bäume fällen. Gibt's eine mit der Schaufel, du. Auch mal mit der Schaufel getötet, meine andere Variante. Manchmal ist das halt so ein bisschen verbuggt, denn man haut überhaupt gar nicht auf das Holz, aber trotzdem schlägt die dann da drauf, was ich nicht so wirklich verstehen kann. So, dann können wir mal gucken, wie wir ein bisschen Platz schaffen können. Die Planken brauchen wir ja noch nicht. Dosen können wir hier zumachen. Gras packen wir da rein, genauso wie Schnee. Brauchen wir auch nicht. So, jetzt besorgen wir uns wieder weiter ein bisschen Holz. Schnee können wir dann gleich anschließend wegschmeißen. Reicht aber dann nicht. Die Steine können wir wieder schärfen. Das Rohr können wir auch verarbeiten. Wieder so ein Buggybaum. Nicht alle klappen. Auch der hier nicht. Was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe, die brauchen wir jetzt nicht. Und hier? Nix. Auch gut. Wie sieht es aus? 21. Packen wir hier auch mal wieder ein bisschen Mist rein. Ich höre hier irgendwo einen Zombie in der Nähe. Zwei 64er Stacks dürfen dann für unser Bauvorhaben ausreichend sein. Und wenn nicht, dann haben wir ja noch selber Holz vor der Hütte. Ah, hier haben wir mal einen aggressiveren Zombie. Wackelkopf-Kandidaten. Mehr. Ich höre noch mehr Schritte. Ich will jetzt aber auch ungern unsere ganzen Pfeile verschießen. Aber die lassen uns ja keine Wahl. So, jetzt sammeln wir das letzte Holz und dann hauen wir hier ab.
mich ja nicht länger als nötig hier aufhalten. Oh, sind wir etwa voll? Ja, sind wir. Dann, wie kann man nochmal, so kann man es wegsetzen. Gut. Mal ein bisschen Abstand gewinnen. Mist. Leider kaputt getreten. Auch mal lieber gleich das hier essen. Wieder ein Platz frei. Die Schaufel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Also nicht mehr unten im Gürtel. Ja, jetzt haben wir natürlich jetzt schon so akuten Platzmangel. Die Gläser... Oh, jetzt habe ich schon einen Schluck auf die Gläser. Lassen wir mal hier. Weil Gläser haben wir reichlich zu Hause und können sie auch immer noch herstellen. Das verschimmelte Brot, das ist schon wichtig, um Antibiotika herzustellen. Ich würde auch mal sagen, wir pfeifen jetzt auf die... Cottons, machen sie zu Kleidungsfragmenten. Nehmen wir jetzt keine Cottons mehr mit. Dann weg mit dir. Das verarbeiten wir. Stein verarbeiten wir. Die Fragmente verarbeiten wir auch mal. Ah, jetzt habe ich schon wieder irgendwas aufgehoben. Die Cottons. So, spart ein wenig Platz. Wo sind wir jetzt laut Karte? Hier genau in der Kreuzung. Hm. Dann vielleicht mal rüber auf die andere Seite, auf unsere Inselhälfte. Und dann mal ein wenig auf Erkundungstour. Ah, jetzt hätten wir noch unten das zerstörte Biom, wo eventuell eine Stadt sein könnte. Oder wir gehen jetzt erstmal in Richtung nach Hause, legen alles ab, was wichtig ist, und dann würde ich sagen, suchen wir die Stadt. Damit ihr die auch mal sehen könnt. Wenn ihr die noch nicht kennen solltet. Hier, Essen nehmen wir natürlich auch noch mit. Hinten hoppelt der. So. Dann haben wir auch wieder genügend Fleisch vorrätig. Ich meine, hatten wir jetzt sowieso, aber noch mehr halt. Manchmal legt er das nicht so ab, wie er soll. So, jetzt haben wir es aufgehoben. Ach Mist. Wie viele Kills haben wir eigentlich schon? 177. Ist ja auch nicht so schlecht dafür, dass wir alleine spielen. Müllbeutel. Jetzt haben wir erst einmal verschimmeltes Brot. Dann können wir... Kann ich das mal herstellen? Zeigen, wie man das herstellt mit dem Antibiotika. So, nun aber immer weiter nach Hause, denn wir wollen ja noch ein bisschen was entdecken. Auf unserer Inselseite haben wir schon ziemlich viel
abgeklappert. Ja, diese einen Planken, das ist auch uninteressant. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Federn sind immer gern gesehen. Jetzt natürlich die Frage, wo ist der Edward hin? Ich kann das jetzt von hier aus nicht wirklich erkennen. Ah, da geradeaus. Und geradeaus ist in Richtung der Stadt. Ja, vielleicht werden wir sie ja wiederfinden. Die gute alte Supply-Kiste. Aber jetzt werde ich sie nicht suchen. Weil mit gebrochenem Bein ist das ein bisschen problematisch.